Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir laden auch gleich die Wiederholung der letzten Runde. Ja, wir sehen den Atlantik. Hier waren wir ja auf der Jagd nach einem deutschen U-Boot. Und der zieht sich in Russland weiter zurück. Ja, hier ist das deutsche U-Boot, das irgendwo bei Constanta in Dienst gestellt wurde. Ja, und die deutschen Einheiten rücken sie vor. Zumindest bombardieren sie mal britische Truppenteile. Ja, unser Abfangjäger hat hier aber auch hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt einen Bombenangriff auf Tirana, okay. Oh, 5 Schaden beim Gegner. Ja, und hier ist ein deutsches U-Boot, das sich bei Pola wohl wahrscheinlich befand und dort in Dienst gestellt wurde. Aua, aua, aua. Da haben wir erheblichen Schaden hinnehmen müssen. Hat unser Schlachtschiff doch erheblich angekratzt. Okay. Jugoslawische Partisanen verhindern die Versorgung. Das ist gut für uns. Wir haben 22, 28 MPP versenkt. Und die Amerikaner greifen die Insel Guadalcanal an. Wir sichten Einheiten, Bomber, noch eine Armee. Und wir bekommen neue Einheiten, die Fallschirmjäger für das Vereinigte Königreich. Und auch ja, einen weiteren Zerstörer hier mit den Russen. Eine weitere Armee. Und ich muss das natürlich nochmal mit meinen Notizen überprüfen. Wir bekommen, glaube ich, auch eine weitere Stoßarmee. Hierzu möchte ich kurz erklären, dass in dem Spiel ein Bug ist. Normalerweise beträgt die Bauzeit einer Stoßarmee 4 Monate. Und in diesem Spiel ist der Bug halt, dass die Bauzeit lediglich 1 Monat beträgt. Und um das zu kompensieren, habe ich mir notiert, wann diese 4 Monate nach dem Baustart abgelaufen sind und werde die Stoßarmeen auch erst dann positionieren, wenn die Zeit von 4 Monaten herum ist. Und ich meine eben, dass in dieser Runde eine weitere Stoßarmee fällig wird. Gut, werfen wir einen Blick nach Skandinavien. Ja, hier ist die deutsche Armee, die wir aufgedeckt hatten. Ich denke, da sollten wir gute Chancen haben, in dieser Runde doch gegen sie vorzugehen und sie möglicherweise aus dem Spiel zu nehmen. Obwohl wir hier schlechtes Wetter haben, es ist Schlamm. Ja, und auf dem Balkan sehen wir uns einer kompakten Linie gegenüber. 1, 2 deutsche Armeen. Wir haben hier rumänische Armeen, 2 rumänische Armeen, eine ungarische Armee, ja, und noch ein italienisches Korps. Also das ist schon eine sehr kompakte Verteidigungsstellung. Hinten ist ein Partisan aufgetaucht, den werden wir jetzt mal schön durch die Gegend ziehen. So ein bisschen können wir uns ja bewegen. Aber in Summe stehen wir doch relativ kompakt und vor unserer rechten Flanke, vor den Griechen, ist noch nichts aufgetaucht. Das ist doch erstmal schön. Vielleicht haben wir ja doch eine Chance, nach Bukarest reinzukommen. Zumindest mal würden die Bewegungspunkte ausreichen. Das ist doch gut. Ja, und wenn wir nach Russland schauen, haben wir einmal hier im Norden eine Vielzahl von russischen Truppen. Wir sehen keinen Gegner und stoßen hier lediglich auf eine deutsche Garnison, die wir doch aus dem Spiel nehmen sollten in dieser Runde. Ja, wir haben Angriffe frei, müssen wir mal schauen. Hier kommt auch noch eine Stoßarmee hinterher, die auch herankommen würde. Also sollte in dieser Runde auf jeden Fall Brest-Litovsk fallen. Ja, und auch hier geht's voran. Ich vermute mal, dass sich hier in diesem Feld, in dem Fog of War, die deutsche Armee befindet, die wir eben noch gesehen haben. Kommen aber leider mit unseren eigenen Armeen nicht heran. Aber mit Panzern können wir auf jeden Fall, und auch mit den Mechanisierten hier, gegen diese Einheit vorgehen, wenn sie sich dann hier oben befindet. Und ansonsten ist der Weg frei, weiter vorzustoßen. Nun gut, ich mache mir wie immer so meine Gedanken zu unseren nächsten Zügen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann beginnen wir wie gewohnt mit unseren Zügen im Süden Russlands. Wir haben hier 2 Jagdflugzeuge, die wir auf jeden Fall einmal upgraden können.
Okay. Und es gibt hier unten noch ein Korps, das wir in dieser Runde auch verstärken können. Da wir nicht so wirklich den Mangel an Einheiten haben, sollten wir uns durchaus auch die Zeit nehmen, das mit diesem Korps einmal durchzuführen. Ja, dann können wir uns von Nord in Richtung Süd vorarbeiten. Wir dürfen vermuten, dass sich hier oben noch mal eine deutsche Armee befindet. Und wir nähern uns mal vorsichtig. Ja, da ist sie, wie erwartet. Jetzt müssen wir mal schauen, inwieweit wir an diese Armee noch herankommen. Ja, und das ist durchaus schwierig. Die Mechanisierten kommen nicht heran. Dieser Panzer kommt nur heran, wenn wir ihn nach Schitomir Und wir haben hier auch nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten mit dem Chor. Ja. Wir machen mal einen Luftangriff auf die Armee. Können einen Schaden erzeugen, nehmen einen Schaden hin, ja. Erhöht das unsere Bewegungsmöglichkeiten? Nee, also insofern ist die Armee noch stark genug, um entsprechend Bewegungspunkte zu haben. Ja, dann drücken wir doch mal mit dem Panzer vor, denn mit ihm haben wir zumindest mal zwei Angriffe frei. Vielleicht können wir dann die Armee so beschädigen, dass wir weitere Einheiten heranziehen können. Ja. Gut, und die Armee zieht sich weiter zurück. Also richtig hinterher kommen wir nicht. Dann verwenden wir doch einmal dieses Korps. Mal sehen, ob wir damit Schaden anrichten können. Nee, 0-0 ist nicht wirklich gut. Aber wir können auch die Mechanisierten hinterherziehen, fahren aber natürlich ein weites Stückchen hier am Fog of War vorbei. Da sollten wir doch erstmal diesen Bereich hier vorne in irgendeiner Form aufdecken. Ja, dafür können wir zumindest mal den Panzer durchaus vorziehen, den schweren Panzer. Okay. Ah, Mann, du, das war ein klassischer Verklicker. Wollte einen Doppelklick machen. Nee. Kommen wir auch nicht mit Gewaltmärschen voran. Das ist alles unglücklich. Dann ziehen wir doch erstmal diese Mechanisierte hinterher, um ein bisschen weiter aufzuklären. Bewegen uns mit der Mechanisierten voran. Okay, und wir sehen auch, dass Proskurow besetzt ist. Aber wir nähern uns erstmal der Armee und das war ja das wesentliche Ziel, was wir vorhatten. Ah, und jetzt zieht sich noch ein weiteres Feld zurück. Ja, und wir kommen nicht mehr heran. Die Armee wird uns wohl entkommen. Wir könnten natürlich noch versuchen, die Partisanen heranzuziehen und einen Angriff mit den Partisanen machen. Boah, das probieren wir einfach mal aus. 0-0. Vielleicht landen wir ja einen Glückstreffer. Nee, tun wir nicht. Dann drücken wir mal auf. Schauen wir mal, wie wir Venezia besetzen können. Dafür eignet sich das Korps. Können auch die Armee noch ein Stückchen hinterherholen. Und preschen durchaus mit den Stoßarmeen mal weiter vor. Aha. Und nähern uns durchaus nochmal hier diesem Korps in Proskurow. Da werden wir mit den Stoßarmeen sicherlich was austeilen können. Ja, dann machen wir mal im Süden weiter. Ja, schauen wir mal, was in der Stadt los ist. Sie ist nicht besetzt, aber wir werden wohl auch nicht hineinkommen.
ziehen doch nochmal das Korps heran. Strecken die etwas größere Frontlücke mit den Fallschirmjägern, sodass wir hier doch so etwas wie einen gewissen Zusammenhalt aufrechterhalten können. Ziehen sie dementsprechend das weitere Korps vor. Und sehen zu, dass wir jetzt auch den Flussübergang hinbekommen. Ja, und können hier auch relativ gut vorankommen. Decken an, besetzen an dieser Stelle die Frontlücke, ja. Können nach Adossa mit der Garnison hineingehen, dass wir eine gewisse rudimentäre Verteidigung haben. Bringen unser Hauptquartier hinterher. Durchaus in dieses nördliche Feld, weil wir werden eigentlich keinen wirklichen Zwischenhalt hier in Odessa machen, sondern direkt nach Kishinev weiter marschieren. Schauen wir uns mal die Versorgung an. Wenn wir ein vernünftiges Sechserfeld, dann können wir auch die Luftunterstützung hinterherziehen. Das wäre sicherlich ganz hilfreich, wenn wir noch die beiden Armeen tendenziell eher weiter in den Süden ziehen. Zumal wir ja auch eher mit diesen Armeen auch so Richtung Mitte wohl laufen werden. Ja, so richtig toll kommen wir hier nicht hinterher. Die Bewegungsmöglichkeiten sind doch relativ eingeschränkt. Hier haben wir, glaube ich, noch einen Gewaltmarsch frei, ja. Dann rücken wir damit auf jeden Fall so weit vor, wie es geht und nutzen diese Situation des Gewaltmarsches aus. Aber ansonsten kriegen wir keinen weiteren Gewaltmarsch hin. Wie sieht denn die Versorgung hier aus? Was passiert, wenn wir das Hauptquartier vorziehen? Das wird ja sowieso in Richtung Schitomir laufen müssen. Ja, dann haben wir hier durchaus bessere Felder. 6, 7, 5, 5. Also sollten wir eher versuchen, durchaus diese Felder hier unmittelbar vor uns zu besetzen. Wir bewegen doch das Korps mal so weit vor, wie es geht. Schließen uns mit der Einheit in Richtung Süden an. Ebenso mit der weiteren Armee. Ja, und haben hier ein Sechserfeld und ein Fünferfeld. Dann gehen wir ins Sechserfeld rein. Ja, es ist ein mühsames Vorrücken. Wo bringen wir denn den Bomber hin? Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir kommen bis nach Kiew. Das ist ein gutes Ziel. Und die Armee kann nochmal hier als, beziehungsweise die Flak hier, kann hier hinter dem Hauptquartier Luftschutz geben. Auch das ist in Summe eine sehr gute Position. Also wir haben jetzt im Moment wirklich die Schwierigkeit und Herausforderung, schnell genug aufzurücken, um mit dem Gegner Schritt zu halten. Hm? Das Hauptquartier geht nach Roman, sehr schön. Wieder Zerkwa. Ja, doch eher in den Süden. Wir können natürlich noch unsere Panzer hinterherziehen. Ja, und haben damit eigentlich alle Einheiten im Süden bewegt. Es ist ein bisschen schade, dass wir hier die Armee nicht aus dem Spiel nehmen konnten. Aber wir haben zumindest mal alles versucht, was möglich war. Es war wichtig zu erkennen, dass Proskurov besetzt ist. Da ist der nächste Gegner. Zwei Stoßarmeen bewegen sich aber in Richtung der Stadt. Ja, und schade, dass wir auch diese Stadt Kishinev nicht einnehmen konnten. Aber gut, da kommen wir jetzt in der nächsten Runde dann hinüber. Und werden dann auch in Ruhe Richtung Galati und Iasi vorstoßen, das passt schon. Ja, wir hatten ja ein deutsches U-Boot hier gesehen, vielleicht können wir es auch wieder entdecken und aufdecken. Ja, wir haben einen Feindkontakt. Und führen auf jeden Fall mal den 01-Angriff durch, ohne dass wir Schaden austeilen konnten. Kann der leichte Kreuzer was bewegen? Auch nicht so wirklich. Aber wir nehmen ja Versorgung hier weg. Also wir ziehen dann doch mal die leichten Kreuzer hinterher.
Ja, neben eigenen Schaden, das ist nicht so dramatisch. Das U-Boot taucht ab, gut. Wir decken es neu erneut auf, ziehen nochmal hinterher. Umringen es so gut wie es geht. Ist mittlerweile auf eine Versorgung von 6 herunter. Ja, das passt. Wir sollten auf jeden Fall mal energisch nachsetzen. Das macht sicherlich Sinn. Ja, und das Schöne ist, dass wir möglicherweise bald hier den Schulterschluss zwischen den griechischen und russischen Armeen hinbekommen. Bukarest liegt in Schlagdistanz, Galati liegt in Schlagdistanz. Das sieht doch alles in allem recht ordentlich aus. Nun gut, ich mache mir als nächstes Gedanken zu unseren Zügen im Norden. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann gehen wir als nächstes in den Norden Russlands. Wir werfen doch nochmal einen Blick auf unsere Einheiten hier bei Moskau. Dort haben wir ja noch 3 Pack in Reserve, die wir erst dann verlegen werden, wenn wir auch wirklich deutsche Panzer vor der russischen Frontlinie sehen. Unsere Pioniere sind am Schanzen. Ebenso werfen wir einen Blick in den Botnischen Meerbusen. Auch dort sind unsere Marineeinheiten nach wie vor aktiv. Das U-Boot hat immerhin noch eine Versorgung von 4, die beiden Überwasserschiffe von 5. Da werden wir sicherlich dann so in 2-3 Runden auch mal wieder die Rückfahrt antreten müssen in Richtung der heimischen Häfen, um sie dort entsprechend neu zu versorgen. Ja, und dann können wir auch schon zu unseren Bewegungen hier im Norden kommen. Wir nehmen natürlich Memel ein. Rücken mal langsam auf und sehen, dass wir eine Garnison vor der Frontlinie haben. Rücken mit unserem Korps auf. Oha, noch mehr Garnisonen. Ja gut, das sollten dann durchaus leichtere Ziele für unsere Panzer sein, gar keine Frage. Aha. Kommen wir sonst noch mit Chor an die Garnison heran? Nee, kommen wir nicht. Können hiermit eigentlich auch nur noch bis Tilse ziehen. Die Einheit kriegen wir auch nur zurück. Hatten hier noch einen 1-1er-Angriff frei. Ja. Dann bewegen wir doch einmal den Panzer nach vorne. Mhm. 1-1, 1-2, ja. Ziehen die Mechanisierten hinterher. Oh ja, und wir stoßen immer stärker auf deutsche Einheiten. Hat er sich hier jetzt zur Verteidigung bereitgestellt? Ja, aber wir ziehen unsere mobilen Einheiten doch weiter nach vorne. Ja, ganz eindeutig, hier ist seine Verteidigungslinie. Hier erwartet er unseren Vorstoß. Okay. 1-2er-Angriffe, 1-5. Also der 3-0er-Angriff macht mit Sicherheit keinen Sinn. Aber den 1-5er-Angriff ist durchaus ein Angriff, den man durchführen kann. Ja. Ja, und kommen hoffentlich ohne Schaden durch. Sehr schön. Wir haben diese Garnison ohne Schaden aus dem Spiel genommen. Wir versuchen auch nochmal auf diese Garnison zu operieren. Ah, es läuft nicht ganz so gut für uns. Aber wir setzen hier durchaus nochmal mit dem Panzer nach. Nehmen auch einen eigenen Schaden. Mit dem schweren Panzer auf. Da müssen wir mal schauen. Also wir haben jetzt, wie wir mit unseren beweglichen Einheiten auch weiter vorgehen. Interessant ist es, ob er hier auch eine Verteidigungslinie in Richtung Brest-Litovsk ausgebildet hat. Insofern sollten wir zunächst einmal auf die Stadt operieren und ziehen dafür auch unsere Stoßarmee nach vorne.
Dann 1-1er Angriff ist jetzt nicht so toll. 0-3, 0-2. Ja, das sieht gut aus. Aha. Stoßarmee kann sich leider nicht weiter vorbewegen. Dann werden wir an dieser Stelle auch einmal unsere Reihen ein wenig schließen. Wir nehmen die Stadt ein. Ja. Kommen sogar teilweise noch weitere Felder nach vorne. Wir werden es durchaus auch machen. Wir rücken weiter vor. Wir müssen ja in irgendeiner Form Druck erzeugen. Decken den Vorstoß durchaus mal mit dem Chor von hier hinten. Ziehen am Brest-Litowsk vorbei. Haben somit eine relativ starke Position hier mit den Armeen eingenommen. Und besetzen natürlich Brest-Litowsk auch mit unserem Hauptquartier und ziehen die Flak per Gewaltmarsch hinterher. Scouten mal mit den Partisanen weiter. Minsk können wir mit der Garnison weiter beschützen, das ist gut. Wir stellen den Zusammenhang her, haben natürlich jetzt die doch sehr schnellen Einheiten alle hier in der vordersten Frontlinie stehen. Das gefällt mir grundsätzlich nicht so gut. Wir sollten den Durchbruch doch eher mit unseren Armeen probieren. Wir holen den Panzerzug auch hinterher. Der kann sicherlich von Balistock relativ gut nochmal nach vorne operieren. Oder, doch, ja, ich glaube, da steht er gut. Rücken mit den Panzern weiter auf. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unsere schlagkräftigen Armeen irgendwie in entsprechende Positionen bringen. So, hier hätten wir wenigstens Gewaltmärsche noch frei. Und die machen wir auf jeden Fall auch, um möglichst frontnah schon mal mit den Armeen zu stehen. Die hat auch noch einen Gewaltmarsch frei. Dann gehen wir doch eher mal nach Süden. Ja, wir ziehen die Armee doch. Schauen wir mal, wie die Versorgungslage ist. Ist doch sehr auskömmlich, sehr gut. Dann können wir mit der Armee auch direkt bis in Richtung Grodno vorziehen. Haben wir gerade im südlichen Bereich durchaus nochmal schlagkräftige Armeen. Wir verstärken, wenn wir schon mal gerade hier sind, das Jagdflugzeug. Und rücken mit unserem Korps ebenfalls an die Frontlinie heran. Wir haben tatsächlich so ein bisschen ein kleines Platzproblem hier. So, rücken mit dem Hauptquartier nach. Ja, und haben somit eigentlich unsere Bewegung hier oben abgeschlossen. Garnison kann noch Riga besetzen, das ist sicherlich sinnvoll. Und auch die Einheit aus Tartu ziehen wir mal ein Stück weit nach in die grobe Richtung Daugavpils. Ja, und damit haben wir eigentlich alle Einheiten sinnvoll bewegt. Das passt soweit. Ja, es war zu erwarten, dass wir irgendwann auf die deutschen Einheiten treffen. Was haben wir denn hier? Zwei Korps, Hauptquartier, eine Armee, die Brandenburger. Ja, und irgendwo eine Garnison.
Also so großartig ist diese Abwehrriegel im Moment noch nicht. Und es wundert mich so ein bisschen, dass wir hier im Süden noch auf keine Einheiten gestoßen sind. Es ist dann wohl eher zu vermuten, dass er sich hier an der Weichsel-Sannlinie in irgendeiner Form positioniert hat. Aber das werden wir sicherlich auch noch ausfindig machen. Ja, dann können wir als nächstes damit beginnen, weitere MPP auszugehen. Wir investieren einmal in die Forschung und Entwicklung. Und zwar werden wir uns die Luftabwehrwaffen gönnen. Und wir können auch noch mal in die Logistik investieren. Darüber hinaus können wir Einheiten kaufen. Das war der falsche Reiter. Wir kaufen taktische Bomber. Kaufen gleich zwei taktische Bomber hinterher. Schauen uns mal, ja, die Produktionspipeline können wir uns gleich nochmal anschauen, nachdem wir die neuen Einheiten positioniert haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Runde eine Stoßarmee aufstellen können. Die bringen wir sinnvollerweise mal in Richtung Baranovic. Wir haben einen Zerstörer, der nach Archangelsk muss. Und wir haben noch eine reguläre Armee bekommen, die wir wo einsetzen. Das ist natürlich eine gute Frage. Ach, die können wir ruhig noch im Süden mit verwenden. Die nehmen wir hier für den weiteren Vormarsch in Richtung Rumänien. Ja. Wir werfen noch mal einen Blick auf die Produktionspipeline. Die beiden Stoßarmeen kommen also in der nächsten Runde. Ebenso kommt noch mal ein schwerer Panzer hinterher. Ja, und dann geht es eigentlich schon recht zügig los. Wir kriegen weiteres Hauptquartier, zwei Jäger, drei Bomber. Naja, und die Einheiten kommen dann eher in 43, 44. Aber insbesondere die Luftrüstung war dann doch in den letzten Runden ein deutlicher Schwerpunkt unserer Aktivitäten. Nun gut, dann sind wir soweit durch und ich mache mir als nächstes Gedanken zum Mittelmeerraum. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann schauen wir uns als nächstes das Mittelmeer an. Wir springen einmal hier zu der griechischen Garnison, ach, griechischen, zu der britischen Garnison und bewegen sie in Richtung Tripolis vor. Das war ja auch ihr finales Ziel. Benghazi und Tobruk sind hier durch die ägyptischen Garnisonen geschützt. Ja, und hier hat er doch einen relativ effektiven Angriff gegen unser britisches Schlachtschiff durchführen können. Und insofern müsste jetzt irgendwo hier noch ein deutsches U-Boot unterwegs sein. Ich sehe gerade, wir haben mit dem eigenen U-Boot sogar 02er Angriff hier auf das italienische Schlachtschiff frei. Ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, die ganzen letzten Züge über gar nicht geprüft, was für einen Angriff das U-Boot frei hätte. Aber ein 02er-Angriff ist auf jeden Fall interessant. Den werden wir doch mal durchführen. Aha. Und dann bleiben wir ruhig in dieser Position liegen, nachdem das so unerwartet effektiv war. Ja, und Luftangriffe sind zumindest mal herunter auf 0-0. Wir gehen mal in den Bombermodus. Ups. In den Bombermodus kriegen hier 0-3er Angriff hin. Ja, ich habe seit Ewigkeiten wirklich nicht geguckt. Also ich habe immer überprüft, ob unser Flugzeugträger gegen das Schlachtschiff aktiv werden kann. Ich habe natürlich, glaube ich, völlig vergessen zu überprüfen, ob es im Bombermodus ist. Und jetzt ist es im Bombermodus. Naja, dann machen wir auf jeden Fall mal den Angriff, den wir durchführen. Dann habe ich diese Möglichkeit doch wahrscheinlich über viele Runden hinweg einfach verpennt. Nun gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach dem deutschen U-Boot, das sich ja irgendwo hier befinden müsste. Und wir entdecken es nicht. Ja, ich möchte gerne dieses Zweier-Schlachtschiff hier nach Kalamata bringen, damit wir es dort verstärken können. Wir scouten dann doch mal den Seeweg mit dem Schlachtschiff, obwohl das ja eigentlich nicht die Einheit ist, die man dafür verwendet. Und bringen das reparaturbedürftige Schlachtschiff dann in den Hafen von Kalamata. Ja, und können das gute Schlachtschiff nach wie vor hier vorne stehen lassen. Ja, dann sollten wir doch nochmal auf die Suche nach dem U-Boot gehen mit dem Zerstörer. Ich finde, befindet sich ja hier in Richtung des Hafens. Okay. Es ist von hier oben gekommen. Die spannende Frage, von wo ist es aus gestartet? Da ist es auch nicht.
Ja, möglicherweise ist es hier durch diese Meerenge wieder ein Stück weit zurückgezogen. Was mich natürlich dazu bringt, dass das ein Problem sein könnte für unsere anrückenden Amerikaner. So ein U-Boot kann dann doch sehr ärgerlich sein. Insbesondere wenn es einen Angriff auf einen amphibischen Transporter startet. Was mich dann schlussendlich dazu bringt, dass wir doch gewisse Einheiten zur Unterstützung einfach noch mehr hier ins Mittelmeer verlegen müssen. Beziehungsweise ins zentrale Mittelmeer. Wir ziehen doch mal den Zerstörer wieder weiter nach vorne. Bringe ich schon mal den schweren Kreuzer in Richtung Malta. Nee. Nee. Das war ja jetzt völlig gepennt. Das war ja jetzt völlig gepennt von mir. Ich war davon ausgegangen, dass dieser Seeweg sicher ist. Ich habe nicht geguckt, wo es denn wirklich langfährt, unser schwerer Kreuzer. Und dann sind wir da mal in die Falle gelaufen. Nun gut, dann ziehen wir uns mal zurück und versuchen, den schweren Kreuzer irgendwie weiter zu decken. Dann ist das dumm gelaufen. Wir ziehen doch noch mal das Schlachtschiff nach vorne. Bringen auch den schweren Kreuzer der Griechen ins Gefecht, sowie unser voll ausgerüstetes Schlachtschiff. Also eigentlich dürfen wir mit den Einheiten jetzt hier nicht sichtbar sein, sondern wir müssten hier im Fog of War verborgen sein. Und ich hoffe mal, dass es uns gelingt, diesen Fehler, der mir hier jetzt gerade passiert ist, noch zu korrigieren, indem wir den schweren Kreuzer doch in einen Hafen retten können und ebenso wie dieses Zweierschlachtschiff wieder aufbauen können. Da war ich jetzt zu sorglos und zu, ja, unüberlegt. Ja, nachdem man so viele Runden so massiv vorrückt, ohne irgendwo auf Gegner zu treffen, wird man doch einfach ein Stück weit leichtsinnig. Das rächt sich dann ab einem gewissen Punkt. Gut, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter um Griechenland vorankommen. Wir ziehen erstmal das Hauptquartier nach vorne und schauen sie uns an, wie sich dadurch die Versorgung verbessert. Hier haben wir Fünferfelder. Das sieht alles gut aus. Können natürlich den Jäger verstärken. Bringen das zweite Jagdflugzeug ein Stückchen weiter an die Front heran. Könnten auch mal einen Aufklärungsflug in diese Richtung starten. Sekunde mal, ich muss gerade eine Pause machen. Okay, geht weiter. Wir waren ja gerade im Überlegen, ob wir mal einen Aufklärungsflug in diese Richtung machen. Das werden wir einfach auch mal durchführen. Bombardieren mal die Stadt und sehen wunderbar, dass hier die gesamte Linie erstmal frei ist. Ja, dann könnten wir eigentlich unseren Aufklärer an die rechte Flanke bringen, um auch zu sehen, wie weit die gegnerische Linie geht. Ja, und wir sehen hier, dass beim Eisernen Tor, also im Prinzip nordöstlich von Belgrad, die Linie im Moment erst einmal aufhört. Ja, dann sollten wir schauen, dass wir unsere Linie komplettieren. Also wir haben wirklich so das Problem. Ich meine, es fing irgendwo hier in Mostar an und er hat also im Prinzip über diese gesamte Länge hinweg Truppen verteilt. Was einfach dazu führt, dass wir uns natürlich auch irgendwo mit den Briten ein Stück weit in die Länge ziehen müssen, was in Summe wiederum eine relativ unangenehme Situation ist. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir alle Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, an die Frontlinie bringen, um dann in Ruhe zu sehen, wie es wohl weitergehen könnte. Ja, wir sollten die Armee und den Panzer auf jeden Fall durch diese Artillerie unterstützen. Das Korps aufrücken lassen, auch dieses Korps. Ja. Es wird doch allmählich sowas wie eine solide Linie. Wir bringen hier die Pack eher in eine zentrale Position hinein. Und ziehen natürlich auch die Armee hinterher.
Ja, und somit haben wir im Prinzip die Einheiten aus Afrika zentral auf dem Balkan stehen. Ja, dann schauen wir mal, inwieweit wir hier möglicherweise noch Bukarest einnehmen können. Können auf jeden Fall mal mit diesem griechischen Chor die Stadt erobern und ein bisschen mehr Druck in die Richtung ausüben. Wir bringen dieses Korps in einem Gewaltmarsch nach vorne oder bringen wir die Armee in einem Gewaltmarsch nach vorne? Ich glaube, die Armee ist genauso gut. Dann haben wir sie zumindest schon mal näher bei Bukarest stehen, wenn wir sie brauchen. Wir rücken mit dem Korps vor und besetzen Bukarest kampflos. Ja, das dürfte dann zur Folge haben, dass Rumänien eigentlich aus dem Spiel ausscheidet. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir hier zwei rumänische Armeen, die dürften damit ebenfalls aus dem Spiel sein. Ja, schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist. Ja, wie füllen wir uns auf? Ja, die Garnison kann aufrücken. Ja. Wir gehen noch in diese Stadt rein, um so ein bisschen den Zusammenhang hier zwischen den griechischen Armeen und Einheiten aufrechtzuerhalten. Wie sieht denn die Versorgung aus? Ah, sieht eigentlich relativ ordentlich aus. Wo ist unser nächstes Ziel? Das ist Budapest. Also er deckt natürlich Budapest relativ gut. Aber von hier rücken die Russen ran über Galati. Wir werden dieses Land hoffentlich jetzt wie ich erobert haben. Sehen dann auch, wo die feindlichen Einheiten möglicherweise auf diesem Gebiet noch sind und dürften relativ zügig weiter Richtung Norden vorrücken können. Dann kommen wir eigentlich mit dem griechischen Hauptquartier eher voran. Kommen wir mit dem griechischen Hauptquartier eher voran, wenn wir über Nisch gehen. Von Nisch könnten wir hier diesen Weg benutzen in Richtung Craiova. Das andere ist, wir gehen Richtung Pleven, Rus, Bukarest, machen wir natürlich einen riesen Umweg. Nee, wir ziehen uns durchaus auch nach Nisch vor und decken diesen Vormarsch mal mit dieser griechischen Armee. Beziehungsweise mit diesem griechischen Chor. Schauen wir mal, wie die Versorgung in der nächsten Runde hier ist. Das ist hier eine Sechserversorgung. Dann gehen wir mit der Armee tendenziell eher in das Sechserfeld rein, um sie dann auch mit dem Gewaltmarsch weiter nach vorne zu bringen. Ja, das sieht doch alles in allem sehr gut aus. Also nachdem jetzt der erste Teil dieser Mittelmeerbewegung doch so ein bisschen verkorkst war, dank des deutschen U-Bootes, ist der Landvormarsch durchaus ordentlich gelaufen, da gibt es nichts zu meckern und wir haben immerhin die rumänische Hauptstadt eingenommen. Sehr schön. Gut, damit sind wir mit den Mittelmeerzügen soweit durch und ich mache mir als nächstes einmal Gedanken zu unseren Bewegungen im Atlantik. Ja, das passte. Mache mir Gedanken zu unseren Bewegungen im Atlantik. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, dann machen wir mit den Vereinigten Staaten weiter und wir werden erstmal MPP ausgeben. Und zwar verstärken wir einmal den Jäger auf die volle Stärke wieder. Und wir graden auch diesen strategischen Bomber ab, sodass er im Kampf effektiver wird. Nach diesen Ausgaben springen wir auch direkt in das Heimatland. Doch hier können wir Einheiten upgraden. Das sind sowohl die Fallschirmjäger als auch die Ranger. Okay. Und dann können wir noch Einheiten kaufen. Und wir kaufen mit den Vereinigten Staaten nochmal zwei Korps hinterher, ohne Upgrades.
Können uns mal die Produktionspipeline ansehen. Das heißt, wir bekommen hier also zwei Korps, zwei Armeen und einen Panzer hinterher. Das ist ja schon mal eine recht ordentliche Verstärkung. Und wir werden dann in die Forschung mit den Vereinigten Staaten investieren, und zwar in die Luftabwehrwaffen. Und sind somit herunter auf 11 MPP, und das entspricht auch meinen Aufzeichnungen. Und dann können wir als allernächstes unsere Perlenkette hier in Richtung Mittelmeer weiter ausnutzen. Zunächst einmal bewegen wir hier doch den schweren Kreuzer zurück in seine Ausgangsposition, um die Perlenkette für die nächsten Einheiten, die sich ja hier in Vorbereitung befinden, aufzubauen. Wir scouten auf jeden Fall einmal mit dem leichten Kreuzer. Ja, und so weit kommen unsere Schiffe leider nicht. Es ist ungefähr auf die Höhe dieser Inseln. Wir werden uns also einmal auch scoutenderweise mit diesem Zerstörer nach vorne bewegen. Und auch schauen, wie wir jetzt langsam schon mal die ersten Schiffe nachholen. Ja. Auch den Flugzeugträger brauchen wir. Ah, das sieht gut aus. Das Schlachtschiff kommt in eine ähnliche Position, wie es bereits war. Und der Zerstörer übernimmt einmal die Spitze der Formation hier. Und wir können jetzt noch die Langstreckentransporter hinterherziehen. Ja, ist doch eine sehr lange Seereise, die uns doch einige Zeit hier jetzt in Anspruch nimmt. Sehr schön. Ja, das bringt uns dann auch zu der Aufgabe, die Linie entsprechend zu erweitern. Also, ich bin am Überlegen, ob ich mit dem Zerstörer hier nicht eher drei Felder zurückziehe und diese Einheit hier im Süden auch schon wieder zum Beladen und Aufladen der neuen Perlenkette benötige oder benutze. Das erscheint mir eigentlich in Summe sinnvoller zu sein, dass wir uns schon mal mit diesem Zerstörer weiter in Richtung Ostküste, amerikanischer Ostküste wieder bewegen. So, und insofern müssten wir dann auch hier in der nächsten Runde entsprechende Positionen einnehmen können, dass die Distanzen auch schon mal stimmen. Dann müssten wir vielleicht auch in der übernächsten Runde auch schon starten können. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so alles zusammenpuzzelt und aufbaut. Dann müssen wir mit den Einheiten leider wieder aufrücken. Das sind 1, 2, 3 Felder, die wir aufrücken müssen. Das gilt natürlich für die gesamte Perlenkette. Und auch für den leichten Kreuzer. Ja, und damit sind unsere Bewegungen im Rahmen des amphibischen Transportes soweit einmal abgeschlossen. Dann können wir uns auf die Suche nach dem deutschen U-Boot begeben. Versuchen, sowas wie eine Postenkette entlang dieser Konvoiroute aufzubauen.
decken das U-Boot bis hierher schon mal nicht. Bewegen uns auf eine annähernde Höhe wie der bereits vorhandene Zerstörer. Bewegen uns auch hier entlang dieser Linie. Ja, und haben bisher leider nichts aufgedeckt. Dann ziehen wir mal mit den Zerstörern aus Großbritannien nach. Hier ist nichts. Entdecken wir auch nichts und wir machen das gleiche Spiel nochmal mit dem kanadischen Zerstörer. Und entdecken ebenfalls kein U-Boot. Erst die spannende Frage, wo hat er sich wohl zurückgezogen? Dieser Hafen hier, diese Häfen gehören zu den Alliierten. Versucht er hier mehr ins Zentrale, in den zentralen Atlantik durchzubrechen? Wir preschen jetzt doch einmal vor und haben hier einen feinen Kontakt hergestellt. Aha, 0,8er Stärke. Und das U-Boot taucht natürlich ab, es war ja nicht anders zu erwarten. Schauen wir mal, ob wir es nochmal entdecken. Aha. Oha. Sind sogar mehr U-Boote. Wo sind die denn wohl durchgebüxt? Ja, wir können Gott sei Dank mal Schaden austeilen. Und ziehen hier mit dem britischen Zerstörer hinterher. Versuchen es mit einem weiteren Angriff. Das U-Boot taucht lästigerweise wieder ab. Nimmt aber Gott sei Dank noch einen Schaden. Also, zu unserer großen Überraschung entdecken wir ein Wolfsrudel hier im nördlichen Atlantik. Die befinden sich alle hier im Modus Schleichfahrt. Also, ist die spannende Frage, wie hat er dieses U-Boot hier hingebracht, diese beiden U-Boote? Zumindest haben wir mal unsere Zerstörerflotte in diese Region zusammengezogen. Das ist erstmal das Gute. Und die Einheiten befinden sich weit, weit, weit weg von unserem amphibischen Transport in Richtung des Mittelmeers. Also das passt von der Seite mal her. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir hier in Südengland weitermachen. Wir können mit den Amerikanern zunächst einmal Bombenangriffe ins Ruhrgebiet fliegen. Wir fliegen einmal nach Düsseldorf und haben auch einen Jäger zur Eskorte. Machen hier Schaden, nehmen eigenen Schaden. Mhm. Ja, dann greifen wir nochmal Essen an. Okay, und haben damit hier hinten diese Mine schon mal heruntergebracht. Vielleicht hat er hier auch wirklich eine Flak drin gebaut. Man kann ja auch Städte mit einer Flak ausrüsten. Das ist durchaus eine Möglichkeit, dass er das hier hinten getan hat. Gut, dann kommen wir zu den Briten und verstärken als allererstes einmal die Jagdflugzeuge. Und probieren einfach auch einen Luftangriff nach Le Havre. Auch hier haben wir Jagdschutz durch die Amerikaner. Mhm. Gut. Dann können wir als nächstes auch MPP mit den Briten ausgeben. Wir werden in die Forschung investieren mit Großbritannien. In die Spionage und Aufklärung. Und sind damit ausgemaxt mit Großbritannien.
Und wir kaufen ein weiteres Hauptquartier, einen Befehlshaber, den guten Montgomery. Wenn wir uns einmal die Produktionspipeline der Briten ansehen, dann ist sie doch prall gefüllt. Und am 20. September kommt eine ganze Menge hinterher. Ein Panzer, zwei Armeen der Montgomery. Vorher sind es ja noch zwei Fallschirmjäger, eine Armee, eine Korps. Also das ist schon nochmal eine recht ordentliche, gute Verstärkung. Dann werden wir sicherlich Einsatzorte für diese Einheiten finden. Wir müssen noch die Fallschirmjäger positionieren. Die können wir einmal hier nach Oxford bringen. Da kommt es im Moment nicht so wirklich drauf an. Und damit sind wir auch schon in Südengland durch. Wir fliegen unsere obligatorischen Aufklärungsflüge in Richtung Stavanger und südlich von Stavanger. Sehen, dass sie nicht erfolgreich sind. Und bringen unser U-Boot schon einmal in Richtung der Konvoiroute. Mal sehen, ob wir mit ihm in der nächsten Runde auch hierauf operieren können dann. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier unsere deutsche Armee, die wir bekämpfen müssen. Für den Moment die Zeit auch nutzen, einmal den strategischen Bomber zu verlegen, sodass er in seiner Einsatzreichweite wieder besser wird. Wir ziehen auch mal die Kanadier zurück, damit wir sie auch in der nächsten Runde verstärken können. Und haben auch eine relativ schlechte Versorgung hier an dem Eisenbahnknotenpunkt. Darum bewegen wir einmal das Korps ein Feld zurück. Ja, und dann ziehen wir mal an die deutsche Armee heran. Hat eine Stärke von 5, 02er Angriff ist völlig in Ordnung. Können auch noch in die Stadt hineinziehen. Haben einen weiteren 02er Angriff frei. Schauen wir mal, wie die Versorgung sich entwickelt. Ja, leider ist sie nicht toll. Da müssen wir einmal hier die Einheiten austauschen. Und wir setzen natürlich mit dem Panzer nach, der jetzt auch die Armee aus dem Spiel nimmt. Sehr schön. Ja, und dummerweise nehmen wir auch noch einen eigenen Schaden hin, aber das passiert dann. Ja, damit haben wir alle Einheiten in einer guten Versorgungsposition. Und wir nähern uns der norwegischen Hauptstadt Oslo. Also das Überwinden jetzt nochmal dieser Distanz hier. Wir haben ja einen relativ großen Bereich ohne Stadt. Das Überwinden dieses Bereiches ist nochmal eine Herausforderung. Aber sobald wir uns dann, wie ich, Oslo hier vom nördlichen Bereich aus eher nähern und eine Stadt erobert haben, sollte das mit der Versorgung wieder passen. Ja, und somit rückt die Eroberung oder die Befreiung Norwegens, muss man ja sagen, allmählich in greifbare Nähe. Dann brauchen wir somit auch unseren Verband hier im Moment nicht mehr und ziehen uns mit ihm mehr in Richtung Scapa Flow zurück. Bewegen die Flugzeugträger natürlich auch hinterher. Na, ich zoome mal einen heraus, dann lässt es sich einfacher bewegen. Schlachtschiffe rücken auf. Zerstörer kommt hinterher. Und auch der schwere Kreuzer rückt nochmal auf. Und dann passt das soweit. Ja, damit haben wir alle Bewegungen abgeschlossen. Ich bin eigentlich im ganz Großen und Ganzen recht zufrieden mit diesem Zug. Wir müssten jetzt Rumänien erobert haben. Wir haben Wolfsrudel im Atlantik entdeckt. Da können wir wenigstens mal erstmal nicht von mehr überrascht werden. Wir wissen, dass der Gegner dort ist. Ärgerlich ist die Bewegung im Mittelmeer gewesen. Also ich ärgere mich ja wirklich schwarz über solche möglicherweise vielleicht auch Kleinigkeiten. Aber das war ein ärgerlicher Fehler. Nun gut, wir drücken mal auf den roten Knopf. Ja, was ich sagte, Rumänien kapituliert. Und die beiden rumänischen Einheiten sind bei Belgrad verschwunden. Und wir haben 227 MPP erbeutet.
Die Kapitulation Rumäniens schwächt die Beziehungen zwischen der Türkei und den Achsenmächten. Es gibt Fortschritte bei der U-Boot-Jagd, sehr schön. Wir haben die Produktionstech entwickelt. Und wir kriegen sogar die Industrietech-Stufe 4, sehr schön. Die Amis haben die Erdkampfwaffen Stufe 2. Die UdSSR wenigstens mal die Erdkampfwaffen Stufe 1. Es gibt MPP 631 für Großbritannien, 581 für die USA und die UdSSR nimmt immerhin 918 MPP ein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.